Und damit zu unserem Hauptthema der letzten Monate. Die Corona-Zahlen in Österreich bleiben weiterhin sehr hoch. Heute wurden 2664 Neuinfektionen gemeldet, allerdings bei fast 29.000, also sehr vielen Tests. Der 7-Tage-Schnitt liegt noch immer bei fast 2800, also fast dreimal so hoch, wie er sein sollte. Die Lage auf den Intensivstationen entspannt sich etwas. Erstmals seit Wochen liegen dort weniger als 550 Corona-Patienten. Aber auch heute wurden wieder mehr als 100 Todesfälle gemeldet. Und damit liegt Österreich bei bisher 4.764 Corona-Toten. Das sind laut WHO exakt so viele Todesfälle wie in ganz China mit seinen 1,4 Milliarden Einwohnern. Ein echter Lichtblick ist hingegen, dass wohl noch vor Silvester die ersten Corona-Impfungen im Land stattfinden werden. Nächste Woche soll der erste Impfstoff, der in den USA, in Kanada und Großbritannien schon eingesetzt wird, auch in der EU zugelassen werden und nach Österreich kommen. Sie nehmen den Trubel rund um die Impfung gelassen. Die Bewohnerinnen und Bewohner des Seniorenwohnheims in Hamilton in Schottland werden bereits gegen Covid-19 geimpft. Für Annie ist die Impfung nur ein kleiner Stich. In Großbritannien sind schon 138.000 Menschen gegen Covid-19 geimpft worden und das 8 Tage nach Start des Impfprogramms. Und auch bis zur ersten Impfung in Österreich könnte es jetzt relativ schnell gehen. Am 21. Dezember dürfte die Europäische Arzneimittelbehörde EMA ihr voraussichtlich positives Gutachten zum Pfizer-BioNTech-Impfstoff vorlegen. Spätestens am 23. Dezember will dann die EU-Kommission den Impfstoff zulassen. Ab dann kann der Impfstoff von der Produktionsstätte in Belgien aus in alle europäischen Länder ausgeliefert werden, auch nach Österreich. Genauer gesagt nach Wien-Simmering, zu diesem Pharma-Großhändler. Weil der Impfstoff bei minus 70 Grad gelagert werden muss, hat man vorgesorgt. Wir haben an 17 Standorten in Österreich dann diese Kühlschränke. Und in einen dieser Kühlschränke gehen zwischen 160.000 und 170.000 Dosen hinein. Das heißt, da sieht man schon, dass wir mehr als genug Lagervolumen haben. Von diesen Standorten wird der Impfstoff inklusive Zubehör wie Spritzen dann zu den Pflegeheimen oder Hausarztpraxen gebracht, wo die Impfungen stattfinden. Dort kann der Impfstoff dann 5 Tage bei Temperaturen von 2 bis 8 Grad gelagert werden. Wir bringen ihn dann zur Impfstelle und die Impfstelle hat dann 5 Tage Zeit, sich die Patienten zu organisieren, damit dieser Impfstoff dann verimpft werden kann. In diesem Jahr werden es vorerst nur 10.000 Impfdosen sein. Rund um den 28. Dezember dürften in Wien und Niederösterreich die ersten Bewohner von Altersheimen damit geimpft werden. Im Jänner kommen dann laut Bundeskanzler Kurz noch einmal rund 241.000 Impfdosen, im Februar 332.000 und im März noch einmal 375.000. Insgesamt fast 958.000 Impfstoffdosen von Pfizer-BioNTech, also bis Ende März. Auch in den USA und Kanada wird schon gegen Covid-19 geimpft. Neben Risikogruppen ist bereits das Gesundheitspersonal an der Reihe. Ärztinnen und Krankenpfleger, die wissen, was die Krankheit anrichtet. Unsere Arbeit ist viel schwieriger geworden. Auf eine Krise folgt die nächste. Und unser Leben hat sich sehr verändert. Deshalb ist diese Impfung so wichtig, damit diese ganze Sache verschwindet. Endlich ein wirksames Mittel im Kampf gegen Covid-19 zu haben, das sorgt gerade in den Krankenhäusern für Erleichterung.